In der aktuellen Sonderausstellung zeigt das Potsdam Museum Werke des Malers Wilhelm Schmid und der Novembergruppe. Wir entführen die Besucherinnen und Besucher in das Jahr 1918, als sozusagen in den Wirren der Novemberrevolution und mit der Abdankung des Kaisers Wilhelm II. Eine Künstlergruppe auf den Plan stand, die sozusagen sich als Avantgarde zusammengeschlossen haben. Und im Zentrum dieser Gruppe steht ein gebürtiger Schweizer namens Wilhelm Schmid, der auch Potsdamer Wahlbürger war. Und aus seiner Perspektive werfen wir einen Blick auf die Zeit und zeigen ihn als Neuerer der Kunst und als Architekten, der auch in Potsdam gebaut hat. Wilhelm Schmid und die Novembergruppe verfolgten mit ihren Motiven, Farben und Formen neue radikale malerische Ansätze. Die Künstler wollten aber auch die Gesellschaft umkrempeln. Kunst sollte für jedermann frei zugänglich gemacht werden. Das, was für uns heute selbstverständlich ist, diese Vorreiterfunktion haben die Künstler in der Weimarer oder zu Beginn der Weimarer Zeit für uns sozusagen ausgefochten. Und dieses Anliegen, wirklich Volk und Kunst zusammenzubringen, keine großartige Jurierung mehr der Ausstellungen, wirklich einen Pluralismus der Kunst zuzulassen, dafür haben ja diese Künstlergruppe, hat sie gekämpft und ist sie eingetreten. Umkämpfte Wege der Moderne, Wilhelm Schmid und die Novembergruppe. Die aktuelle Sonderausstellung ist noch bis zum 27. Januar zu sehen. Das Potsdam Museum hat täglich, außer am Montag, geöffnet.